So, da sind wir bei Warhammer 40k Space Marine. Raus. Nein, nicht aus dem Spiel. Fuck. Fail. Raus aus der Kanalisation. Das wollen wir jetzt als allererstes mal machen. Ja. Das war wieder mal fantastisches Timing von mir. Das mich wie ein Vollidiot hat dastehen lassen. Aber hey. Ist ja nichts Neues. Ich habe auch kein Problem, mich zum Affen zu machen. Wer mich kennt, weiß das sehr gut. In your face! Kabusch! Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz froh, dass diese... Ich habe den Namen leider schon wieder vergessen, verdammt. Einer von euch hat immer in die Kommentare geschrieben, die kleinen Bomben, die rennen. Die sehr flauschigen Bömpchen. Dass sie kein wirkliches taktisches Pattern haben, sondern einfach nur... Holy fuck! Nur dumm auf einen zurennen im Prinzip. Macht die Sache schon um einiges leichter, muss ich sagen. Holy shit. Hier los. Zack, jawohl. Tja, schau ihn dir an, Mann. Jetzt haben sie mittlerweile schon Maschinengewehre, diese Verrückten. Ihr Orks hier. Das heißt, nein, die haben eigentlich schon immer Maschinengewehre, aber der gerade hat extrem schnell geschossen, kann das sein? Ist mir noch nie so aufgefallen, dass jemand so schnell Feuer auf mich gesetzt hat. Ich habe einfach bisher noch nicht aufgepasst. Wahrscheinlich. Ich spiele dieses Spiel einfach im Delirium, im Nirvana, in einem Zustand, den wir nicht näher beschreiben sollten. Nope. Na, sag mal, das macht lieber mal ich, bevor sie mir dann was macht. Und da möchte ich auch nicht wirklich so gerne draufschlagen, wenn ich daneben stehe. Zack! Power Axe, ich liebe dich. Und er lebt noch. Wo ist es denn? Ich höre es doch schon. Plopp. Ihr habt auch immer ein sehr schlechtes Timing, Leute, muss ich sagen. Ihr rennt immer zwischen euren Bomben rum. Das ist eigentlich eine blöde Idee, meiner Meinung nach. Ah, Nate Launcher Heinis hier. Die machen uns das Leben nicht gerade ein... Geh drauf. Die machen uns das Leben nicht gerade einfacher. Werde ich auch um einiges mehr Hits aushalten als die, sag ich mal, oder die ganz normalen. Also, es gibt schon... Hallo. Gerade rede ich von euch. Und dann kommt ihr um die Ecke und denkt, ihr könnt was ausrichten. Es ist so niedlich, jedes Mal aufs Neue. Was bist du denn da? War eine blöde Idee, jetzt ums Eck zu laufen. Ich wäre weitergelaufen. Ich hätte dich nämlich nicht gesehen. Tja. Chance verspielt, weiß, manchmal muss man ihnen sagen, wie sie sterben, manchmal muss man ihnen sagen, wie sie nicht sterben. Also das nächste muss ich abwischen kommen, wenn sie kacken sind, oder... Nee, Mann, ich wisch doch keinem Ork den Arsch ab, stellt euch das mal vor. Also, nein, stellt es euch besser jetzt nicht vor. Wobei, solange ihr es nicht machen müsst, ist die Vorstellung vielleicht ganz lustig sogar. Hi! Was für ein Timing. Ja, das hat er gerochen durch seinen Bartfilter. So, wir müssen Drogon wiederfinden. Wir sind auf der Suche nach Drogon in dem Moment. Ja. Klingt komisch, ist aber so. Wir suchen Drogon. Brauche Drogon jeden Tag. Brauche Drogon, so viel ich mag. Brauche Drogon jeden Tag. Beide weiß ich den Text nicht mehr. Ich weiß, dass es nur noch eine Zeile, glaube ich, gibt, die ich nicht mehr kenne. Weil ich sonst alle töte. Was weiß ich nicht. Weil ich sonst 100.000 Orks abschlachte. Auf der Suche nach Drogon. Deswegen. Gebt ihr mir lieber gleich. Wo denn? Wo sind Space Marines? Laber keinen Scheiß! Der lügt doch! Das sind gar keine Space Marines. Plop. It's gonna blow, ja. Das hast du richtig erkannt, Sherlock. Naja, takes ja scheinbar doch nicht more than that, oder? Wenn er alle am Boden liegt und winselt. Whoop. Oh yeah. Rolle und Explosion. In der Reihenfolge. Ah, da unten manchmal ein bisschen clean machen. Ah, nö. Energie sieht ja eigentlich gerade ganz gut aus. Keine Exekution nötig.
Oh, fuck, 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 fuck. Da haben wir einen von den Grenade Launcher Heinis. Ja, die sind nochmal ein Stückchen härter. Ich meine, gut, gegen die Power Axe haben sie auch wenig Chance, aber... No shit, Sherlock, more of them. Ach, scheiße, da kommen wirklich nochmal mehr. Er wusste es. Du bist ein Heini. Masters of the Clean Kill. Für was auch immer die Trophy steht. Ich weiß es nicht. Oh yeah. Nate, mein Freund. Ah. Shit, ich stehe jetzt gerade ein bisschen blöd mitten im Schlachtfeld. Mit Angriffen von drei Seiten. Das ist gerade nicht so cool. Zack. So, erstmal Ruhe geben jetzt, ja. Gibt's irgendwo einen Servo-Skull vielleicht? Shoot those humans! Mach's doch! Auf rumzuschreiben im Mädel. Ja, okay. Fuck, jetzt bin ich auf der falschen Seite. Na, toll. Na, lass mich hier raus. Halt die Klappe. Wie kann er eigentlich noch weiterreden, wenn ich ihm gerade den Unterkiefer abgeballert habe? Da läuft doch das falsch. Lasst euch verarschen. Oh, raus hier. Raus hier, raus hier, raus hier. Aber ganz schnell. Yes! Suche war erfolgreich, Brüder. Dann wollen wir erstmal, wie er es so schön gesagt hat, ein wenig sauberere Luft schnüffeln. Oh yeah. Also, wir sind aus dem Kanal raus endlich. Und in Chapter Nummer 8. Whispers of Dead. Oh. Halt. Hier lang. Dankeschön, ja. What could the orcs hope to gain by slaughtering so many? So terror, demoralized. Zum Beispiel. Cruel, but effective. Cool oder cruel? Och, jetzt kann ich wieder nicht rennen, Mann. Oh Mann, oh Mann. Dankeschön. Es hatte sehr viel Sinn, dass ich jetzt gerade hier nicht rennen konnte. Nicht. Wo müssen wir? Ah, hier müssen wir lang. Gut, sie wollten halt verhindern, dass ich wahrscheinlich in den nächsten Kampf reinrennt, während er noch ganz mit gediegener Stimme spricht. Wobei, hier scheint kein Kampf zu sein in absehbarer Zeit. Also hier wird es jetzt wieder wahrscheinlich holy shit abgehen. Kommt ihr? Dankeschön. Aber gerade? Hm. Naja. Oh, da steht schon eine Dropbox. Holy shit, ein Komet mit Raketenantrieb. Ja, nur in der Zukunft. Millions more of them. Gut erkannt. Plan is unchanged. Get the Inquisitor and the power source off world. Genau. Titus, if they take over the Manufactorum, we will have a damnable time getting them out. We are Ultramarines. Orcs are not a problem. Ooh. We had a week, perhaps. But by then, the Orcs will have worked out how to dismantle the Titans. Last Cannon. Yes, the Last Cannon. Eine sehr, 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 sehr gute Waffe. Es ist eine Sniperwaffe. Also im Prinzip Plasma-Sniperwaffe in dem Fall wieder. Und die ist wirklich, also holy shit. Die geht gut ab. Hat leider auch nur 15 Schuss. Das heißt, für die Stärke, die wir dazu kriegen, müssen wir einfach ein paar Kugeln einsparen. Oh, was? Oh ja. Hi! Das heißt wohl Hallo auf Orksch. Halt. Schon. Bam! Reload-Zeit ist halt auch ein Problem bei der Waffe, sag ich mal. Fuck, 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 oh Gott. Hat ihm einfach direkt mal mein komplettes Schild weggeballert. Und es war natürlich daneben.
Aber das war ein Volltreffer. Oh mein Gott, wie sein Gesicht noch gebrannt hat, wie gut. Zack. Wobei, ne, die kleineren, die kann ich auch eigentlich mit meiner normalen Waffe plätten. War Dief auf jeden Fall. Aber ich denke für die... Scheiße, für die Nate-Heinis. Zack. Wobei, warte mal, die Leerskanne kann doch durchschießen ein bisschen. Warum haben wir eigentlich so einen Stress? Boah, shit, das ist ganz großer. Sehr gut. Also, die kann ich locker mit meinem Sorge-Bolter down machen, das ist nicht das Problem. Das ist nein, mein normaler Bolter, Quatsch. Mein normaler Bolter. Ach, geht ruf. Okay. Unblooded, ja, das ist all... Holy fuck, okay, er hat recht. Das ist ein Haufen Blut, Mann, das ist ein Haufen Blut. Oh, hier können wir wenigstens durchrennen. Servo Skull, was hast du zu sagen? Report to Lord Sharp. The Fabricator General of Grya shares my vision for the power source. Today offered up the Titan Manufactorum to test the device's capabilities. There is a risk that the power source may overload and destroy the entire facility. But it is an acceptable risk. And the tech priest does not need to know. Okay. Dann wollen wir den Tech Priest, den wir wahrscheinlich sowieso nicht treffen werden, auch nichts sagen davon. Wenn du das sagst. War das gerade nicht Drogon? Ich weiß gerade seinen Namen am Anfang gesagt. Ich habe wieder mal nicht zugehört. Ich war gerade so gebannt auf Eiscreme. Auf einem Skateboard. Oh, unsere Freunde. Ja, Eiscreme auf dem Skateboard. Gutes Stichwort. Weiter geht's mit Orkschnetzen. Was für ein Übergang. Blahaha. Ah, the face. Plopp. Plopp, du bist ein Nopp. Oh, fuck. Hab's kommen sehen. War's das? Okay, das war jetzt kein so arg großer Widerstand, wie ich mir gerade gedacht habe. Naja. Von mir aus, von mir aus. Nö. Laskan ist schon gut. Laskan ist schon gut. Power Axe habe ich dabei. Ammo. Und dann geht's los. Das wird ein wenig kritischer jetzt. So viel sage ich nur. Mehr sage ich jetzt nichts dazu. Weil der Kollege hier natürlich das komplette Gebiet mit seinen Raketen hier eindeckt. Der ist nochmal ein viel größeres. Da kommt schon wieder einer. Also wirklich, den sollte ich direkt mit der Last Cannon einfach flatten. Damit. Oh shit. Nicht ganz gereicht. Na, sag mal. Stirbst du vielleicht auch irgendwann mal, du Pisser? Ja, jetzt kann ich mich um die, opa, um die etwas kleineren, aber auch nicht minder schwereren kümmern. Also, wenn da genug von denen nebeneinander stehen, kann es auch schon ganz schön arschig werden für mich. Na gut, ihr seid kein Problem, ihr Volltrottel. Mit euch kann ich es noch aufnehmen. Na. Zack. Na, sag mal. Joa, geht doch. Kommen wir noch gut durch. Plopp. Du auch noch. So ist es schön. Alle der Reihe nach. Anstellen. Kopf verlieren. Weitergehen. So, pass auf. Jetzt muss ich gucken. Kann ich dieses Ding taktisch zünden? Das heißt taktisch. Jetzt! Jetzt! Ach, fuck you. Ich zünde euch einfach. Kabusch! Ja, so in der Art habe ich mir das vorgestellt. Das war schon in Ordnung so. Und den letzten lasse ich mir übrig dann. Stun ich und den sauge ich aus.
Ja, ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Das ist schon ganz gut so. Feini, feini, feini. Hätten wir das auch geschafft. Diese Stelle hatte ich um einige schwerer in Erinnerung, als es jetzt gerade war irgendwie. More rocks! More rocks? Bist du Crackhead oder was ist los mit dir? Ach. Rocks. Ich verstehe. Smash those Space Marine! Inselaffen. Ah, fuck, was mache ich denn? Plopp, die zweite Kiste da unten hätte ich aber nicht zünden müssen. Die hätte ich mir eigentlich aufsparen können. Okay, sieht so aus, als wären es erstmal alle Orks aus dem Steingewehr. Au! Fuck! Fuck! Vengeance! Yes! Vengeance Launcher! So, oh shit, okay, den soll ich nicht nehmen, jetzt habe ich ganz vergessen. Meine Rüstung ist sehr anfällig auf den Vengeance Launcher. Launcher! Jawohl, her damit noch. Das brauche ich. Fuck. Ja, dann mampf ich halt dich auch, mein Gott. Hab ich kein Problem damit. Schlag dich sogar durch eine Wand, siehst du? So mächtig bin ich. Weg ist er! Zack! Spüre meine Kraft! Ich schlag dich im Beton, ohne dass man was sieht. Holy fuck! Wow! Macht! Wie mächtig ist dieser Space Marine eigentlich? Das ist ja nicht mehr normal. Gut, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Keine Zeit verlieren. Durch diese hübsche Untergrundpassage durch. Ja. Wobei, ganz ehrlich, von Untergrund habe ich eigentlich genug in letzter Zeit. Hören wir mal da kurz rein. Plans have changed. Hammer hasn't returned. I think they're gonna close off that whole stratum. I have to get to her. You'll be back from the food depot before we are. Tell your mother where I am when she arrives. If you are injured, and both return of you to your quarters. Stay there. The machine pack god up the food will watch as best you can. Was? Reports are that the orcs have already reached the Manufactorum. We'll need to leave as soon as we're together. I'll be home soon. Okay. Das kaufe ich dir zwar. Das war ein Stein. Ich habe es genau gehört. Das war ein riesengroßer Stein. Verdammt. Ich würde sagen, der Sache gehen wir beim nächsten Mal auf den Grund. Bis dahin. Haut rein.